Gott, ey, hallo Leute, was geht und herzlich willkommen zur vierten Folge von FFH Challenge. Und ich bin mal wieder da am Start und jetzt muss ich euch erstmal was erklären, weil das ist mein zweiter Versuch, das aufzunehmen. Mein erster Versuch ist gefailed, aber gewonnen. Das ist so ein Scheiße, ich habe gewonnen und dann habe ich vergessen bei Game Capture, ne? Da muss man da extra noch einstellen, Live-Kommentar, da muss man so einen scheiß grünen Punkt machen, damit mein Mikrofon mit aufnimmt. Das Gameplay habe ich, aber das ist so scheiße. Also, ich werde das Gameplay, ich weiß nicht, ob ich das Gameplay auch noch hochladen werde, wenn ich Zeit finde. Vielleicht findet ihr in der Videobeschreibung Link zum ersten Gameplay ohne Kommentar, falls ihr es Bock habt, euch anzugucken, werde ich als ungelistet dann hochladen. Oder als komplett gelistet, keine Ahnung. Aber ey, ich habe gewonnen. Mit 30 zu 29 mit der Klasse, ey Leute, ich könnte so schreien, aber es ist ja natürlich scheiße, wenn ihr mich nicht hört. Deswegen zweiter Versuch jetzt hier mit der Klasse. Das ist gar nicht so einfach, wie man es auf den ersten Blick denkt. Schafft Schalldämpfer, weil es Ironside, diese Waffe ist scheiße. Ich muss ja schnell durchspringen, weil ich muss gleich zum Training. Deswegen müssen wir das schnell machen. Dann habe ich hier Hardliner, Zähigkeit, Techniker von Finn. Danke Finn für die Klasse. Vorgegeben. Und dann, zusätzlich habe ich mir das ergänzt. Falls ihr haben wollt, dass ich das nicht ergänze, müsst ihr schreiben, mehr bitte nicht in der Klasse. Ihr könnt natürlich auch andere Sachen schreiben, wie Empfindlichkeit oder sowas. Da könnt ihr alles berücksichtigen. Und auch wenn ihr wollt, dass ich EPG nehme, dann solltet ihr aber auch schreiben, zum Beispiel, werde ich letzter oder werde nicht unter den letzten drei kommen, unter den ersten drei, sowas auch schreiben, wenn ihr meint, dass die Klasse zuschlägt, jetzt zum Gewinnen. So, wir beginnen jetzt ganz schnell, weil ich muss gleich wirklich zum Training, weil ich habe eben noch schnell auf die letzten Drücke aufgenommen. Alter, war das gerade Glück. Dankeschön für das Glück wenigstens. Das habe ich die ganze Aufnahme verkackt, Leute. Beim ersten Versuch habe ich gleich gewonnen und dann habe ich gedacht, ja, 2-2 und so. Jetzt, nächste Runde habe ich dann Chance, 3-2 zu gewinnen. Jetzt, ich weiß nicht, wie ich das handhaben werde, ob das zählt, weil ich habe das erste Gameplay habe ich gewonnen. Es ist einfach so. Das zählt sich kein Scheiß, das ist wirklich so. Es ist wirklich frustrierend. Aber wenn ich hier auch gewinne, ist es eh keine Diskussion. Die Diskussion ist, wenn ich jetzt hier verbittert verliere, ist es die Diskussion, was zählt. Außer mag ich grind nicht. So, jetzt geht es aber hier los. Erstmal ganz ruhig jetzt hier vorhin erstmal anfangen. Das ist richtig scheiße, dass sie ihn so verloren haben. Das regt mich richtig auf momentan. Warum unbedingt eine Hellstorm habe ich eigentlich mitgenommen? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber es pisst mich gerade so an, dass ich ihm die ganze Aufnahme, ne? Die war so ein gutes Gameplay und dann. Ich nehme mal. Wo ist denn der Typ? Oh Gott. Oh fuck, keine Waffe mehr. Darf ich die Aufnahme? Nein, darf ich nicht. Ich muss das mit der Waffe weitermachen. So, erstmal die Hellstorm jetzt hier. Ein Kill, wow, ich freue mich wie so ein Flux. So, zwei Kills weiter. Oh, die Tag 45 ist auf weite Distanz einfach nur so wie. Fällt gar keine Vergleiche ein, weil ich gerade mich ein bisschen beeilen muss, weil, wie gesagt, ich muss gleich zum Training, bin ein bisschen angepisst, weil ich erstmal ungefähr eine Stunde gespielt habe, um die M8 auf Schalldämpfer zu bekommen und dann dieses geile Gameplay auf letzten Drücker entschieden, natürlich super schön weggeworfen habe, einfach nur in den Müll. Und jetzt werde ich wahrscheinlich hier eiskalt bitterlich verlieren und dann mich selber fragen, habe ich jetzt gewonnen oder nicht? Echt ohne Scheiße. Eigentlich relativ traurig. Aber so muss man halt mit YouTube umgehen. Einfach nicht verzagen, einfach weitermachen. Das kann jedem mal passieren. Es passiert in letzter Zeit relativ häufig, dass ich so Aufnahme-Fails habe und dass ich diesen Kill gerade versäumt habe, was ich selber. Ich habe nämlich aus dem C4 gedrückt, obwohl ich gar keins mehr hatte. Ich hätte einfach weiterballern müssen, dann wäre das ein sicherer Kill gewesen. Und dieser Typ, der hat auch keine Hobbys, als mich zu spawn-trappen, ne? Der hat mich nicht erwartet, das weiß ich jetzt. Der hatte mich nicht. Oh, wo war der? Ich hatte den nicht gesehen, ey. Der ist fett in diesem Loch da und. Schade, das wäre geil gewesen, wenn wir da in den Kill gekommen wären. Da ist ein Gegner. Nein, er. Ah, ich dachte gerade, der kämpft da auf die Tür, ne? Das wäre assig gewesen. So assig wie, weiß ich auch nicht was. Alter! Habt ihr gerade gesehen, wie oft ich den.
verfehlt habe, ey. So ein Aiming, das gehört eingesperrt ins Gefängnis und nicht wieder rausgelassen. Oh, Digga, ey. Ich hasse diesen Grind. So unübersichtlich und so scheiße eigentlich. Digga. Alter Schwede, ey. Oh, jetzt kommt da noch einer. Was wollen die denn alle von mir, ey? So eine scheiß Digga, ey. Ich bin auch nur so ein kleiner Typ hier, der hier sein Leben lebt und rummeint und alle Leute, naja, das Leben nimmt. Ha. Allerdings, ey. So läuft der Lachs aber nicht, ey. Oh nein, was mache ich denn da? Ich bin ein Lachs. Ich habe eine Drohne gerade oben. Was hat der denn vor? Gut, dass ich so eine Waffe habe, die auf High Distance gut ist. Auf nahe Distanz einfach nur scheiße. Remington-Duell. Oh mein Gott. Sowas gehört eingesperrt. Ein Remington-Duell. Das ist paradoxerweise so noobig. Ich muss schon sagen, die Klasse ist ganz gut zum... Es ist eigentlich nicht die schlechteste, aber ich persönlich finde sie jetzt nicht so berauschend, dass ich sie packt, also ohne irgendwelche Vorgaben spielen würde. Oh mein Gott. Gerade noch so einen Kill gekriegt, oder? Ja. Naja. Also ich weiß jetzt nicht, wie das ausgehen wird, aber ich persönlich, ich mag die Waffe auch nicht so gerne. Schreibt mal, wie ihr die Waffe findet. Finn Eggers hat diese Klasse mir gepostet. Danke dafür. Und scheiße. 25 zu 14. Das ist jetzt erstmal okay. Wir haben, denke ich mal, gute Chancen zu gewinnen, aber ich habe es mir die ganze Zeit nicht getraut zu sagen. Jetzt traue ich mich langsam und werde nicht verlieren jetzt noch. Ich glaube, dann wäre das YouTube-Fail für immer. Das wäre der größte YouTube-Fail auf dieser Welt. Wahrscheinlich kommt jetzt so ein Hacker rein. So, bumst alle weg hier. Messer an, komm, das klappt. Oh, schade. Das wär zu episch gewesen. Ich war schon dabei, auf Sniper zu wechseln, um letzten Kill mit Sniper zu machen. Hahaha, das wäre aber regelwidrig. Ramming, ne, Alter, Schwede. Warum ich den Kill gerade nicht gemacht habe, weiß ich auch nicht. So. Okay, jetzt mache ich einen ganz normalen Kill, weil ich bin jetzt relativ aufgebracht, gerade von mir selber. Was ich für eine scheiße Graf fabriziere, weil der zweite gerade immer aufregt. Oh Gott. Ich muss auch gleich zum Training, deswegen. Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Alter, jetzt habe ich ihn, ey. 30 zu 15, das andere war 30 zu 29. Jetzt habe ich zwei Runden hintereinander, die ersten zwei Runden gewonnen. Entschuldigung, dass ich nicht die erste Runde halt... Ich werde das Gameplay vielleicht doch noch hochladen. Aber hiermit bestätigt dich es unentschieden. Die Klasse ist geschafft. Und dem muss ich auch nochmal dazu sagen, die Klasse wird zufällig ausgewählt. Ich mache so ein Online-Programm, so zufällig alle Klassen schmeiße ich da rein, mache Zufall generieren und die Klasse wird dann genommen von mir. Vorerst so, das ist das Dingsens. Jetzt seid ihr wieder dran und ich bin erstmal raus. Ihr könnt schreiben, was ihr haben wollt und ich werde, also einmal ab in die Kommentare mit den Klassen. Ich habe es geschafft, hoffe, dass diesmal ihr mich hört, ansonsten wäre alles verkackt. Und ja, so, alles klar. Wir sehen uns wieder im nächsten Video von mir. Habt noch einen schönen Tag. Tschüss.